Mein Name ist Peggy Reuter-Heinrich und ich bin vom Beruf her UX-Designerin, so heißt das. Also das heißt, ich kümmere mich um das Erleben der Nutzer von digitalen Lösungen. Das mache ich schon sehr lange und habe sehr viel Erfahrung in dem Bereich. Und ansonsten bin ich Doppelunternehmerin. Das heißt, einerseits habe ich ein IT-Unternehmen mit 10 Leuten, wo wir Software, Webseiten und Apps machen, und andererseits ein gemeinnütziges Unternehmen, wo ich mich mit digitalen, hilfreichen Lösungen um ein bisschen eine Weltverbesserung kümmere. Mein Hauptanliegen in dem Thema oder meine Mission in beiden Feldern ist, eine barrierefreie digitale Welt zu erschaffen, wo Menschen aller Art an allen digitalen Lösungen vollumfänglich teilhaben können. Mit Barrierefreiheit oder der Forderung nach barrierefreien IT-Lösungen ist der Kern meines Themas nichts Geringeres als das Menschenrecht auf Teilhabe für alle Menschen. Denn im Grundgesetz heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber grenze ich einen Menschen aus irgendetwas, auch aus der Nutzung von einer digitalen Lösung, einer Webseite oder einer App, verletze ich dessen Würde. Und damit verletze ich auch das Menschenrecht auf Teilhabe. Ich brenne also nicht zwingend für IT-Lösungen, wie es gerade so im ersten Moment klang, sondern eigentlich brenne ich für das Menschenrecht der Gerechtigkeit, dass alle das digitale Leben, die digitale Welt vollumfänglich nutzen können. Und wenn man sich IT-Lösungen jetzt anguckt, wie sie sind, dann ist das leider nicht so. Da schafft die IT leider oft eher sogenannte Exklusion statt Inklusion. Wir wünschen uns aber doch alle Inklusion. Dieses gelingende Miteinander, diese gelingende Inklusion auch im digitalen Leben möchte ich gerne vorantreiben. Die Frage nach dem Nutzen fängt eigentlich eine Stufe früher an. Ich muss mir nämlich die Frage stellen, inwieweit betrifft mich Barrierefreiheit? Inwieweit geht mich das Ganze was an? Und daran scheitert oft dieses Digitale, die Inklusion im digitalen Leben, weil Irrtum Nummer eins ist zumeist: Das betrifft mich doch nicht. Ich bin doch kein Mensch mit einer Behinderung. Schaut man sich das aber im Kleinen an, merkt man, dass die Benutzung von IT-Lösungen schon an kleinen Dingen scheitert. 30% der Bundesbürger brauchen eine Brille. Wir haben die ältere Bevölkerung, die nicht ordentlich teilhaben können an digitalen Lösungen. Wir haben Menschen mit Migrationshintergrund, die Amtsdeutsch nicht gut verstehen. Also dieses Bewusstsein dafür, mich betrifft das auch, das ist die allererste Instanz. Dann, wenn ich weiß, ich bin auch irgendwie betroffen, dann habe ich mindestens den Faktor davon, dass ich teilhaben kann, dass ich IT-Lösungen vollumfänglich nutzen kann. Es gibt aber auch noch einen Faktor, einen finanziellen Faktor. Es gibt einen anderen Irrtum, der heißt nämlich, ich brauche das doch gar nicht oder es lohnt sich doch gar nicht. Doch, so als staatliche Institution muss man Barrierefreiheit gewährleisten. Später werden es auch Firmen gewährleisten müssen. Wenn man das nicht tut, dann ist das, drohen Strafen, also habe ich Schutz vor Strafen. Schaffe ich barrierefreie Lösungen als Firma zum Beispiel, dann habe ich aber auch die Chance, eine größere Kundengruppe zu erreichen, größere Zielgruppe, gleich mehr Geld. Also ich kann es besser nutzen, Schutz vor Strafe, mehr Geld. Im klassischen IT-Markt kümmert man sich eher um entweder neuere Technologien, oder das, was Gewinnaussicht verspricht, mehr Geld. Oder der Treiber ist Kosteneinsparung, Menschenseinsparung, wenn IT-Lösungen geschaffen werden. Oder es ist eine Prestigeangelegenheit. Der Faktor Mensch wird dabei leider viel zu oft außen vor gelassen.
Ich sehe mich als UX-Designerin dazu berufen, mich mehr um den Faktor Mensch zu kümmern, also menschenfreundliche IT-Lösungen zu schaffen, IT-Lösungen zu schaffen, die dem Menschen dienen und nicht dem Unternehmen, also nur der Kasse dienen. Und diese Menschenzentriertheit, denke ich, ist ein wesentlicher Unterschied. Und im Marktvergleich wird man das auch sehen, dass ich da etwas recht Besonderes bin. Ich vereine in meiner Person, aber auch in meinen Unternehmungen viel IT-Erfahrungen, viel Design-Erfahrung, aber auch diese Aspekte von Wirtschaftlichkeit als Unternehmerin. Und man hat damit eben so einen 360-Grad-Blick auf eine ideale, dem Menschen dienende IT-Lösung. Mein Wissen rund um Barrierefreiheit und wie man das umsetzt, teile ich auf verschiedensten Kanälen. Ich gebe zum einen Schulungen dazu, wo man sich mit konkret auch mit den eigenen Problemen der Kunden dann auseinandersetzen kann. Ich halte immer wieder Vorträge dazu, habe einen Online-Kurs produziert und ganz frisch ein Buch herausgebracht, das heißt Barrierefreiheit in der IT-Welt. Und ja, man bekommt das über meine Webseite. Nicht nur von mir als Person, sondern auch von der meines Unternehmens, Hi-Res. Die haben das nämlich für mich verlegt. Einfach nach meinem Namen suchen, Peggy Reuter-Heinrich. Und dann findet man mich und alles, was man noch mehr von mir bekommen kann.